Herzlich willkommen bei Akkusport TV. Wir sehen heute einen Lehrfilm über das Rondat. Rondat ist einer der wichtigsten Sprünge, denn es ist der Sprung von vorwärts nach rückwärts. Der Anlauf läuft nach vorn und jetzt müssen wir sehen, dass wir für die Rückwärtssprünge eine Umkehrbewegung schaffen, die die Bewegung einleitet. Und dafür ist das Rondat da. Als Grundvoraussetzung müssen für das Rondat einige Vorübungen geleistet werden. Das ist zunächst erstmal Kraft und Beweglichkeit. Das möchten wir jetzt hier nicht zeigen. Das weiß jeder, der das machen will. Das heißt, die Hände belasten, die Sprunggelenke belasten, die Beweglichkeit trainieren, Spagat nach allen Seiten, sodass die körperlichen Voraussetzungen dafür gegeben sind. Was jeder kann, das ist ein Rad. Das haben wir schon in der vorangegangenen Lehrvideo gezeigt, wie das funktioniert. Jetzt zeigen wir nur mal ganz kurz ein normales Rad. Genau, stehen, genau. Und das nächste Übung, um das Rondat schon vorzubereiten, ist ein Rad mit einer Vierteldrehung nach innen. So, genau, wunderbar. Und als nächste Übung, um die Beschleunigung zu trainieren, machen wir Schrittknien. Und jetzt einen großen Schritt nach vorn. Und auf den Bauch fallen. Genau. So, sie nimmt jetzt das Bein nach vorn und jetzt kommt der Abdruck von hier und das ist ganz entscheidend für das Rondat, für die Beschleunigung. Das heißt, dieser Absprung, wenn der schnell ist und das Bein von hinten hochschwingt, kann man das Rondat beschleunigen und damit die Geschwindigkeit erhöhen. So, weit wegschieben und dieses auf den Bauch fallen ist deswegen wichtig, damit man hier schön lang im Armrumpfwinkel bleibt. Das ist dieser Bereich hier. So, dieser Armrumpfwinkel, der muss hier schön lang sein. Und ein großer Fehler ist, wenn die so nach vorne gehen, dann hat man natürlich ein Problem, die Linie zu behalten und gerade zu bleiben. Die nächste Variante ist, dass wir das ohne auf den Bauch fallen machen. Genau. So, nochmal. Trainer fasst hier rein und kann die Beine hier dirigieren. So, jetzt kommen die Beine hier zusammen. Wenn die hier schon schließen würden, dann kommen meistens die Beine zu früh nach unten. Also die dürfen kommen erst hier, wenn sie über die Mitte sind, zusammen, um dann hier ordentlich in diese Richtung zu kommen. Das Korbett vom Hocker, das ist sozusagen die zweite Flugphase. Man hat die erste Flugphase über die Hände, da ist man über den Handstand, dann kommt die zweite Phase in der Umkehrbewegung. Wichtig ist, aus dem Handstand, so jetzt kommt diese Phase hier, so. Wichtig ist, dass die Schultern hier lang sind. Genau. Damit es etwas leichter ist, nehmen wir den Anlauf mit einer leichten Erhöhung. Es hat zwei Vorteile. Einmal ist die Beschleunigung von weiter oben. Und zweitens, weil das Brett hier ein bisschen länger ist, ist derjenige, der Aktive, gezwungen, hier etwas weiter zu springen. Das heißt, Geschwindigkeit nach vorn zu liefern. Und das ist im Lernbereich sehr wichtig, dass diese Beschleunigung trainiert wird. Genau, das ist das Rondat. Und wer das in dieser Form gut beherrscht, hat die Möglichkeit, in Rondat Salto zu springen oder in Rondat Flickflack. Genau, jetzt hat sie die Beine beim Korbett dagegen gesetzt, sodass sie senkrecht nach oben springt. Und das wäre diese Variante, um einen Salto dran zu springen. Aber wenn man einen Flickflack springt, das geht nach hinten weg, dann muss sie die Beine anders setzen. Dann muss sie die Beine drunter setzen. Ja, das ist natürlich die Hemmung, die sind da drin. Und da hat man Angst, nach hinten zu fallen. Und da steht man eigentlich dagegen, obwohl die Beine drunter sein müssten. Jetzt brauchen wir dazu eine Schräge dafür, damit die Hemmung abgebaut werden, die Beine richtig drunter zu setzen. Und das macht sich dann leichter. Ja, man sieht dann sehr schön, sie setzt die Beine drunter und lässt sich nach hinten fallen. Das ist genau die richtige Form, wie für einen Flickflack abgesprungen werden muss. Ja, das war für uns von Akkusport TV das Rondat als Lehrfilm, so wie wir es uns vorstellen, den besten Fluss von Vorwärtsbewegung in die Rückwärtsbewegung zu bringen. Und hier weitere Lehrvideos und auf dieser Seite Videos von internationalen Wettkämpfen. Bis zum nächsten Video und tschüss.